Ja, erstmal herzlich willkommen heute. Die Sonne lacht wieder, da hat man gleich viel mehr Lust zum Kochen, zum Brutzeln, zum Machen. Ja, und heute habe ich eine Lasagne vor. Und zwar, ich habe jetzt hier meine Auflaufform, also in so einer jener Glasche, so wo das reinkommt. Die Lasagneblätter selber sind hier etwas zu groß. Die präge ich in der Mitte durch. Das habe ich hier schon vorbereitet. Hier habe ich mein Hackfleisch, da habe ich 500 Gramm. Da nehme ich aber jetzt nur die Hälfte, 250 Gramm. Ja, dann kommen Tomaten dazu. Dann habe ich hier noch Champignons, Paprika und Zwiebel. Das kommt dann nachher alles noch mit dazu. Aber jetzt brate ich erstmal das Hackfleisch an. So, aber Champignons sollen mit reinkommen. Die würfel ich jetzt hier grob. Also das sind jetzt hier vier Champignons, die ich hier habe. So, noch einer. Brauche ich eine Zwiebel. Dann habe ich noch eine Paprika, die ich mit reinmachen möchte. So, hier habe ich noch eine Knoblauchzehe, die kommt auch mit rein. Mein Hackfleisch, das brutzelt hier nebenan schon. Das lasse ich jetzt kräftig anbraten. Und dann kommen diese Zutaten dazu. Das Hackfleisch würze ich jetzt noch. Hier habe ich jetzt eine Dose gehackte Tomaten. Die kommen danach in die Pfanne dazu, weil wir brauchen ja richtig Soße für die Lasagne. Und da ist das schon mal ganz positiv als Grundlage. Und ich mache noch etwas klare Brühe. Die kommen dann mit darüber. Jetzt machen wir mal einen kurzen Blick in die Pfanne. Upsa. So, hier habe ich von Mozzarella, das war so eine lange Stange. Da habe ich mir abgeschnitten und habe es in einzelne Teile davon eingefroren und taue mir immer gerade so ein Stückchen auf, was ich brauche. Und ich hatte erst überlegt, ich wollte erst Bechamelsoße oben drüber machen. Dann hatte ich überlegt, Creme fraiche zu machen. Jetzt habe ich noch, ich kann noch die Mozzarella nehmen. Und den schneide ich mir jetzt hier schon mal in so Stücke, solange wie meine Soße da brutzelt. Die Finger schön übergeben. So, das langt mir dann schon mal. So, die Hackfleischsoße ist soweit fertig. Und jetzt fülle ich die unterste Schicht ein und packe die Lasagne bitte so oben drüber. Nächste Schicht. Ein klein bisschen zu viel gemacht. Das passt nicht mehr rein. Oder ich musste hätte eine größere Auflaufform nehmen müssen. So, und darüber kommt jetzt gerade mein Mozzarella-Käse noch. So, bei 180 Grad für 20 Minuten in die Heißluftfritteuse. So sitzt das jetzt in der Heißluftfritteuse. Und wie gesagt, 180 Grad, 20 Minuten schalte ich das jetzt ein. So, und mit dieser Zange hole ich dann die in der Glasschüssel aus dem heißen Ofen. So, fertig. So, mein Mann kam und der wollte dann essen und es musste schnell gehen. Da habe ich jetzt nicht weiter das rausgefilmt und aufgenommen und dazu gesprochen. Aber hier ein kurzer Blick noch auf das Gericht und es war wirklich lecker. Also könnt ihr wunderbar nachmachen. Schmeckt super. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.